Was nützt dir die tollste Tabulatur, die besten Tabs, wenn du nicht in der Lage bist, die darin enthaltene Rhythmik zu lesen? Ich blende jetzt mal hier oben ein Tabulaturbeispiel ein. Überprüfe, ob du in der Lage bist, das selbstständig umzusetzen. Ja, alle Töne am fünften Bundstäbchen eigentlich ganz einfach, wenn da nicht die Rhythmik wäre. Ich spiele das jetzt mal vor. 1, 2, 3, 4. Mal ein bisschen schneller. 3, 4. Ja, so würde das klingen. Ich mache mal eine Figur mit verschiedenen Akkorden draus. 3, 4. Das wäre also die reine Rhythmik, aber man muss sie eben erstmal erfassen können. Da das Lesen, Interpretieren und Umsetzen von Rhythmen doch einiges an Training erfordert, habe ich einen umfangreichen Online-Kurs zu dem Thema entwickelt, mit dem auch du das Lesen von Rhythmusnotation in kürzester Zeit lernen kannst. Er umfasst alleine 4 Stunden Videotraining, die es dir einfacher machen, die Sachen umzusetzen. Wenn du mehr erfahren möchtest, den Link zu meinem Online-Kurs zu der Infoseite blende ich hier oben ein. Die eigentliche Schwierigkeit beim Notenlesen liegt in der Rhythmusnotation. Rhythmik ist Dreh- und Angelpunkt in der Musik. Ohne Rhythmus läuft gar nichts. Und die rhythmische Notation richtig lesen und interpretieren zu können, ist die eigentliche Herausforderung beim Notenlesen. Deshalb habe ich diesem Thema bereits mehrere Lehrmedien gewidmet und jetzt auch einen Premium-Online-Kurs herausgebracht, mit dem auch du in kurzer Zeit lernen kannst, rhythmische Notation zu lesen, zu interpretieren und auf deinem Instrument umzusetzen. Worum geht es? Es geht darum, die rhythmischen Notenwerte, also ganze Noten, halbe Noten, Viertelnoten, Achtelnoten, Achteltriolen, Sechzehntel, richtig lesen zu können und genau zu wissen, wann im Takt welcher Anschlag zu erfolgen hat. Und das gilt nicht nur für eine klassische Notation, sondern auch bei den Gitarristen, für diejenigen, die Tabulatur, sogenannte Tabs lesen, denn auch diese sind rhythmisch notiert wie normale Noten. Mit anderen Worten, es nützt dir überhaupt nichts, wenn du ein tolles Notenheft hast für Saxophon, Flöte, Klavier oder bei den Gitarristen vielleicht auch ein Tabulaturheft, wenn du die Rhythmik darin überhaupt nicht lesen kannst. Schauen wir uns doch mal so ein Rhythmusbeispiel an und hören, wie es klingt. Hier Track 74 aus meinem Online-Kurs. Die Rhythmik wird hier eingeblendet. Ja, ich starte das Taktel. 1, 2, 3, 4. Wenn du dieses Notenbeispiel rhythmisch nicht sofort aus dem Stand mitklatschen konntest, dann bist du auf jeden Fall auch ein Kandidat für meinen Premium-Online-Kurs, mit dem du auf höchst effiziente Weise und äußerst komfortabel das rhythmische Notenlesen lernen kannst. Denn es ist ein echter Online-Kurs der Superlative. Warum sage ich Superlative? Denn es sind allein 4 Stunden Videotraining enthalten in diesem Kurs. Du hast einen wirklich angenehmen optischen Aufbau. Die Lektionen sind klar strukturiert und gegliedert. Es fängt ganz leicht an. Du brauchst keine Angst haben. Es ist für absolute Einsteiger geeignet und auch für diejenigen unter euch, die schon länger ein Instrument spielen, aber sich noch nie mit dem Noten- oder mit dem Rhythmuslesen beschäftigt haben. Über die 4 Stunden Videotraining, vornehmlich mit Klatschübungen hinaus, sind in diesem Online-Kurs über 100 Abbildungen mit Grafiken und Notenbeispielen enthalten. Du kannst stundenlang mit integrierten Metronomen üben, die jeweils an den passenden Stellen eingebaut sind, und zwar an sehr unterschiedlichen Stellen, sodass du nicht groß herumschalten musst oder auf externe Gerätschaften zurückgreifen musst. Dann gibt es an die 90 Audio-Files, die ebenfalls integriert sind und die du dir aber auch separat downloaden kannst. Es ist ein sehr, sehr umfassender Online-Kurs mit sehr vielen hilfreichen Erklärungen und Hinweisen. Wenn du jetzt denkst, dass so ein wahnsinnig aufwendig aufgebauter Online-Kurs auch wahnsinnig teuer ist, dann habe ich jetzt die gute Nachricht für dich. Dieser Kurs kostet weniger als 2 Unterrichtsstunden à 45 Minuten bei einem Lehrer. Aber du kannst eben alle Übungen beliebig oft wiederholen. Du hast ganz, ganz andere Facetten und Möglichkeiten, auch technische Möglichkeiten, als du sie bei einem Unterricht vor Ort hättest.
Ich kann dir derzeit nicht versprechen, wie lange ich den Einführungspreis von unter 60 Euro noch beibehalten werde. Warte im Zweifelsfall einfach nicht zu lange und wenn es dich interessiert, klicke einfach auf den Link, den ich hier unterhalb dieses Videos einbetten werde.